Ja, das ist korrekt. Die Habseligkeiten von Heinzi Agnes Afterdorf sind im Inventar von, naja, hinzugefügt worden. Raus mit dir, du Kinderficker. Na, Kleiner, hat er dir was gemacht? Um Geld gebeten werden. Dein Ehemann hat mich gerade sexuell missbraucht. Ich möchte Geld von dir, sonst sag ich's in der ganzen Stadt weiter. Geh weg, Fliege. Das nennt man Erpressung. Ist auch richtig so. Gut, wir werden mal den Haushalt wechseln. Ich habe nämlich keine Lust hier mit dem Drecksdinger hier. Bäh, geht. Pfui, da sind diesen Perversen. Master Controller hier. Aktiv machen. Oh, die sind im Grünen. Streitet's euch? Hansi Kuhschwanz und Johannes Schläger gehen sich zurzeit ziemlich an die Kehle. Probleme liegen in der Luft. War ja klar. Glückwunsch, die eindrucksvolle Leistung von Lotti. Was, ich hab den doch getötet. Komisch. Kissenschlacht austragen. Mit wem eigentlich? Ach, mit ihm hier. Er steht aber immer noch unten und guckt dumm aus der Wäsche. Nein, es kommt runter. Schlägt ihm unten vor der Tür die Fresse ein mit dem Kissen. War ja klar. Ja. Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Kohleanzünder. Nein. Das kommt mal gar nicht in die Tüte. Mal gucken, was gibt's denn noch hier in der Stadt? Oh. Oh, 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 oh. Lusthaushalt. Muscle Controller. Aktiv machen. Er ist auf der Arbeit. Gastronomie. Zusehen, wie Erika älter wird. Außerschulisch. Nein, wird nicht erlaubt. Glückwunsch, Martin. Jetzt hat für die Fähigkeit Gartenarbeit zu eben Level 2 erreicht. 3 sind einer zu viel für eine Romanze. In der Gruppe musst du dich ein wenig zurückhalten. Möchtest du? Was? Nö. Martinez kann seine Pflanzen mit Gemüse, Fisch und anderen Resten düngen. Martinez? Was interessiert mich das? Ob dieses Arschloch jetzt hier düngen kann oder was? Ey, jetzt geht's aber los. Er hat die Krippe, du doch nicht. Sind die Lehrkörper einmal außer Gefecht gesetzt? Natürlich. Martinez hat für die Fähigkeit Gärtnerarbeit zu eben Level 1 erreicht. Was? Oh, wer kommt denn da? WC geht nach Hause. Klar. Entschuldigung. Wen haben wir hier? Pater Hodenstreichel wahrscheinlich. Ach, ist ja auch egal. Sie ist auf jeden Fall in der Schule. Oder bei der Schule. Macht Hausaufgaben. Hm. Ey, guck mal, wer da kommt. Lotte ohne Geld. Wie viel mal gibt's denn noch in der Stadt, ey, der Vogel? Orwell. Der spricht dir jetzt an, oder was? Das würde ich dir jetzt nicht raten. Edgar, die Fähigkeit Gartenarbeit 1, Level 1 und Level 2 erreicht. Jetzt geht's aber los. Jetzt spricht die Arche Futzis hier Kinder an. Grimla Chambligo? Angesprochen werden. Gemein, verpiss dich. Spinnst du oder was, ey? Ich bin kleines Mädchen, du kannst mich nicht ansprechen, einfach so. Kämpfen, eine Feindin von Lotti werden. Gemein streiten. Computerspiele spielen, ey. Pass mal auf, ey. Das geht ganz einfach, ey. Zerks! Wigs Barsch begrüßen. Das geht aber gar nicht, ey. Du quatscht hier mit meiner Kleinen hier. Das ist ja nicht wahr, oder? Was willst denn du für Ruhe? Fähigkeit, WC. WC hat die Fähigkeit Spülung erlangt. Kämpfen, ein Feind von Lotti werden. Ich werde dir jetzt erstmal die Fresse einschlagen.
angesprochen werden. Wie wär's denn mal hier kämpfen, schlagen? Jawohl. Die Herr WC hat eine Beförderung, er ist jetzt Labortechniker. Kämpfen, kämpfen. Guck mal, Happy Schnüppel, Schnöpsel, Schnüppelchen, das ist Happy Schnüppelchen. Ja, schlag ihm die Fresse ein. Ja, ich töte dich. Wenn du dich... ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt spricht der nächste Mal kleiner an. Gemein. Streiten. Gemein. Beleidigen. Gemein. Beleidigen. Elitäre Gemeinschaft. Warte, doch was. Ein Grußkartenfoto machen mit... Komm mit. Lass mir die Arschlappen in Ruhe. Bata kann seine Pflanze jetzt mit Gemüse, Fisch und anderen Resten düngen. Und das ist doch mir sowas von Schöpfung. Und kann er von mir aus kann auch in den Gatten scheißen. Das ist mir egal. Solange ich nicht dabei zugucken muss, wenn er seinen Arsch über ein Ding hängt. Hoppala, dann jetzt los. Grußkarte. Ohne Titel. An Pinwand teilen. Bei seid ihr wahnsinnig. Betiteln, an Pinwandposten, geschenkt machen. Anschauen, wie wärst du mit anschauen? Wie wärst du mit nach Hause gehen? Sie möchte gerne die Fähigkeit malen erlernen. Die Fähigkeit an Malereiunterricht teilnehmen. Sie möchte gerne ein Objekt kaufen, Staffelei. Sie möchte gerne Lotti als Freund gewinnen, das geht mal gar nicht. Sie möchte total beliebt sein. Ja, das kann man gerne erlauben. Wieso nicht? Ist doch in Ordnung. Meine Kleine darf das. Total beliebt sein, meine ich. Was möchte er machen? Er möchte gleich die Fähigkeit kochen erlernen. Erika Viagra. Natürlich. Einen Kochkurs belegen. Was haben wir denn noch? Sternzeichen von Lotti erfahren. Das geht mal gar nicht. Hans Wichser Schnüppelchen war das. Einen, naja. Fähigkeit kochen lernen und einen Kurs in Fähigkeit kochen. Das sind wir hier sowieso falsch. Das ist die Schule. Die elitäre Gemeindeschule der Aache. Edgar Furzwolke, der sich jetzt auf dem Kinderspiel rumtreibt, wie alle anderen Pedos auch. Okay, alles klar. Herzlichen Glückwunsch, Esmeralda. Wer? Esmeralda? Esmeralda Sommers. Enra Ars. Master Controller. Profifunktion. Komplette Zerstörung. Und tschüss. Die Welt mit Pinsel und Farbe. Warum zuckt das Bild eigentlich gerade so komisch? Ich gehe mal wieder zurück zu meiner Kleinen. Du wirst jetzt heimgehen. Rika möchte ihre Vorstellung der Welt mit Pinsel und Farbe auf der Leinwand verewigen. Natürlich. Sie darf nur noch eine Stunde draußen bleiben. Naja, fast. Glückwunsch, Schwester Agne hat Es ruckelt ein bisschen. Also wenn man mal hergeht und sich die Stadt anschaut und dann noch den Progress-Mod, dann ist klar, dass das Ding ruckelt wie Sau. So, was machen wir eigentlich gerade? Computerspiele spielen. Auch noch im falschen Zimmer. Du weißt schon, dass das nicht geht. Du weißt schon, dass du hier nichts drin zu suchen hast, ne? Das weißt du ja.
Das ist das Zimmer der Kleinen und da hast du nichts drin zu suchen. Das ist immer so. So, du wirst dich jetzt erstmal verewigen und zwar, wenn wir das Bild jetzt erstmal irgendwo hintackern. Wo tacke ich das nur hin? Ey. Oh, das tacke ich hier hin. Ey. Wie wäre es hier auf dem Schreibtisch verewigen? Ne? Oh Mann, ey. Wie wäre es denn? Haben wir noch irgendwas? Oh ja, hier. Nummer 2. Dann kann man sich das nämlich schön angucken. Hoppala. Alles klar. Ist schon recht. Passt schon. Und der Rabe sprach nimmermehr. Man braucht kein Mikroskop, um zu sehen, dass Bonner Schmeißfliege und Jesus Kreuzinger einen kleinen Zipfel haben. Pippi Max. Was macht denn er eigentlich? Bitte anhören. Oh oh. Gute Nachtgeschichte vorlesen. Was hat denn die eigentlich an? Oh. Sie hat keine Energie mehr. Sag ich doch. Ich habe gerade eine Fliege gesehen. Die werde ich jetzt töten. Oh, no Zabadi, Higasi, Wubatina? Maybe wa. Was los? Guzba. Katsumi. Ja, da geht's nicht rein, ne? Da ist zugeschlossen. Dog, Shamo. Eben. Sag ich doch. Anbieten, gute Nachtgeschichte vorlesen. Was du Kieferzeug? Wang Design. Egal, öffnen. Wie wär's denn mit Logik? Wie wär's denn mit Logik Band 1? Das habe ich eh schon im Inventar. Wo ist jetzt die Fliege hin? Fliege, wo bist du? Ja, das ist der blöde Mod hier. Oh. Arzan, Bronzumev, die Brande, Eschene. Ofu, Vatem. Oh, da kannst du deinen Arm richtig schön nach hinten verdrehen. Das ist doch mal interessant. Die liegt zwar da, aber naja, wurscht. Ohne Titel. Komisch, das Bild kann ich jetzt hier hinkleben, oder wie? Ah, okay. Er kann sich bei ihr ins Bett legen. Das ist ja wohl der Hammer. Das geht mal gar nicht, bei der Tochter im Bett schlafen, du Ferkel. Schlafen hier. Aufstehen. Aber zackig, wenn's geht. Stehen ja irgendwelche Paparazzi vor der Tür. Nein? Gut. Er ist gedemütigt. Du kannst deine schlechten Taten nicht mehr verheimlichen. Die Öffentlichkeit hat deine unangemessenen Benehmen in der Stadt beobachtet. Wegen Kampf in der Öffentlichkeit auch so. Ja, das Schwein hat sich an meine Kleine rangemacht, ey. Das geht mal gar nicht.
die Drecksau. Die hat einfach so einmal eine ja, das geht gar nicht. Das eine Frechheit. Sören Kotoschi und Konrad Pimmelstreich. Ich glaube, jetzt geht's los, ey. Jetzt kommt der Dieb hier rein. Ich habe doch eine Alarmelache, oder? Habe ich keine Alarmelache? Ja, ich habe eine. Meine Fresse, die Typen haben es vielleicht nötig. Hillary Porter. Der Kotoschi. Der Kotzhoschi, der Kotzbrocken hier. Neulich kam es vor einem Geschäft. Klau mir ja nicht mein Smart, sonst dreh ich dir den Hals um. Kämpfen. Na, hervorragend. In der Stadtzelle erzählt man sich, dass Akira Lust sich vor kurzem geprügelt hat. Ja, das stimmt. Boah, Alter, jetzt gibt's was aus dem Maul, ey. Da wird euch gar nicht nach den Bullen gerufen, der wird gleich aufs Maul kauen. Ja. Ah. Ja, komm her, du. Ich würg dich, bis du blau anläufst. So wie den Lotti. Sag ich doch. Sonst schleicht dich, sonst hol ich die Kampfhunde. Aus dem Zwinger. Ich hab zwar keine, aber... Ja, ich hab tierisch drauf, hab ich nicht. Deswegen kann ich auch keine Hunde machen. Aber schade eigentlich. Das wäre ja genial gewesen. Edle Absichten für Paulchen, natürlich, der ist jetzt auch bei der Feuerwehr. So, ich würde mal sagen, wir gehen wieder schlafen. Und wir machen auch Pause. Warte mal, ich schicke den noch ganz schnell ins Bettchen. Bett machen, schlafen. Sie schläft immer noch. Bis vollkommen ausgeruht um 7 Uhr. Sie schläft friedlich in ihrem Bettchen. So soll es auch sein. Warte, wir haben einen Stern. Wo habe ich einen Stern her? Ach so, ja, klar. Von Erwin. Wahrscheinlich. Mit dem haben wir uns ja unterhalten. Hoppala. Und ich sage gute Nacht da draußen, was immer das sein mag. Schaulustige haben Erika Viagra und Ersin Pickelfratze bei einem hitzigen Streit beobachtet. Da ist etwas nicht in Ordnung. Natürlich ist da nichts in Ordnung. Gucken wir mal, was bei Schwester Agne Afterdufte wurde eingestellt. Bestehender Feind Martine Hose voll und Bader Gewalski sind nicht befreundet. Erika Viagra und, ja, bestehender Feind Erika Viagra. Mit wem eigentlich? Interesse zeigen Bonner Schmeißfliege zu Jesus Kreuziger. Ups, Allah. Das kann noch heiter werden. Johannes Schläger. Sehr richtig. Und, ja, wir machen hier Feierabend. Und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.